Die Natur bietet dem Mensch manch beschaulichen Anblick. Grün das Gras und friedfertig seine Bewohner. Und inmitten all dieser pittoresken Schönheit steht er, der Defender. Gerade Linien, offensichtliche Technik, kein einziger Schnörkel, designt als ein universelles Nutzfahrzeug. Diese Erscheinung ist weltweit bekannt und das schon seit 65 Jahren. Angefangen hat alles 1948, als der Rover-Chefentwickler Maurice Wilks aus Angst, dass sein Willys-Jeep seine Arbeit nicht mehr verrichten kann, beschloss, ein Nutzfahrzeug zu entwickeln. Und das mit vollem Erfolg, denn der Land Rover war kräftig, äußerst geländefähig und vielseitig einsetzbar. Seine simple Konstruktion führte den vor der Pleite stehenden Rover-Konzern wieder nach oben. Seine außergewöhnlichen Fahrleistungen machten ihn außerdem zu einem Weltenbummler. Es dürfte kaum einen Platz der Erde geben, durch den noch nie ein Land Rover gefahren ist. Und so wurde der Land Rover zum Kosmopolit. Damals entstand dieser Mythos. 60% der Menschen aus Entwicklungsländern sahen als erstes motorisiertes Fahrzeug einen Land Rover. Die robuste Konstruktion und dadurch bedingte Ausdauer machten es nicht nötig, viele Entwicklungsstufen durchzumachen. Grob gesagt gibt's nur 5. Die aktuelle Generation wird seit den 80ern gebaut, mehr oder weniger rein äußerlich, versteht sich. Der Innenraum hält sich charmant einfach und übersichtlich. Auch innen kein bisschen zu viel. Ein Lenkrad, 3 Rundinstrumente und vielleicht noch eine Klimaanlage und ein Radio. Mehr braucht man nicht im harten Arbeitsalltag. Unter der Haube arbeitet ein 2,2 Liter Dieselmotor mit 122 PS. Auf der Straße verspricht das zwar keinerlei fahrdynamischen Hochleistungen, aber die wahren Stärken liegen beim Defender auch im Gelände. Dort kommt er mit seinen 360 Newtonmeter und den 12 Vorwärtsgängen an Orte, wo mancher Cayenne nicht einmal hinschauen vermag. 45 Grad Steigung und eine Watttiefe von einem halben Meter für den Landy kein Problem. Der Defender wühlt sich aufgrund seines Mittelsperrdifferentials entschlossen und zielstrebig durchs unangenehmste Gelände. Dass der Land Rover dabei scheppert und schaukelt, verzeiht man ihn in Anbetracht der gefahrenen Strecke. Auf den kurzen Sitzen hinter dem nicht verstellbaren Lenkrad sitzt man nach wie vor recht beengt, wie vor 65 Jahren. Komfort stand 1948 nicht im Lastenheft der Konstrukteure des Land Rover. Und man darf nicht vergessen, der Defender will kein Schickimicki-Fahrzeug sein, sondern ein Nutzfahrzeug, das den Waldbauern durch tief zerfurchte Waldwege befördert, den Tierarzt auf die morastige Wiese zur kalbenden Kuh bringt oder den Abenteurer durch Wüsten und Dschungel karrt. Mit diesem Auto ist auch die tägliche Fahrt ins Büro ein kleines Abenteuer. Man fährt keinen M, X oder Q, man fährt eine Legende. Schließlich die schlechte Nachricht. Spätestens 2015 ist leider Schluss mit dem Urgestein. Denn dann werden die Schadstoffgrenzwerte abermals strenger und die Vorschriften für den Fußgängerschutz verschärft. Und diese Hürde kann die alte Konstruktion auch mit den besten Kunstgriffen nicht mehr nehmen. Das heißt, zuschlagen, solange es noch geht.